Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Heute möchte ich euch erzählen, wie ich meine zwei große Schachteln dekoriert habe. Die habe ich günstig gekauft, weil die waren jetzt sozusagen nicht mehr modern oder so, weil die waren ja mit anderem Motiv versät. Also es waren ja Flamingos und Palmenblätter. Und deswegen wurden sie runtergesetzt, weil sie keiner mehr haben wollte. Und die habe ich mir dann gekauft. Und musste dann natürlich alles komplett neu pinseln. Erstmal musste ich dann natürlich weiß pinseln. Dafür habe ich Kreidefarbe genommen. Weil Kreidefarbe, die deckt etwas besser, wenn man so was Buntes streicheln möchte, um weiß zu bekommen. Aber es geht ja auch natürlich, Wandfarbe geht und Acrylfarbe geht. Das ist alles gar kein Problem. Als das alles dann getrocknet war, ich musste zwei oder drei Schichten mal machen, habe ich dann eine Schachtel hier in grün gestrichen und andere in blau. Dafür habe ich Acrylfarbe, so diese, bei Teddy gekauft. Das sind sehr schöne Farben. Und damit gestrichen. Also die Schachtel habe ich dann in grün gestrichen, aber Deckel habe ich hier blau gemacht und am Rand hier habe ich dann ein bisschen mit blau betupft und die und den Deckel natürlich dann umgekehrt blau gestrichen, aber ein bisschen dann mit grün betupft. Und die blaue Schachtel habe ich dann den Deckel grün gemacht und dann auch am Rand so ein bisschen mit blauer Farbe betupft und hier am Rand dann grün. Ich betupfe die immer. Also ich nehme dafür dann immer so ein Schwämmchen, weil ich finde, dann macht das nicht so diese hässliche Streifen, was ich nie so schön finde von einem Pinsel. Aber wenn ihr natürlich mit einem Pinsel besser klarkommt, gar kein Problem. Das ist praktisch jedem selbst überlassen, wie man das so möchte. So, danach habe ich dann mir meine Motive ausgesucht und dafür habe ich Strohseide genommen. Also meine heißt zum Beispiel hier Royal. Und Strohseide, das ist auch so ziemlich dünn und von oben ist es so, habe ich so das Gefühl, als ob das ein bisschen so beschichtet ist oder so. Und hier so sieht man da sogar so Naturfasern oder sowas. Aber ein Vorteil davon, das ist so prima zum Kleben. Ich mache das dann immer, nehme ich dann solche breite Pinsel und klebe mit so einem Decoupage-Kleber. Einfach Motiv drauf und dann von der Mitte nach außen pinseln. Aber wie gesagt, Vorteil davon, es macht keine Blasen, es reißt nicht und es macht auch keine Löcher oder Falten oder so, was man immer, wenn man irgendwelche großen Motive von einer Serviette nimmt, das ist dann immer so ein Problem. Ich komme dann mit einer großen Serviette irgendwie dann nie so gut klar, muss ich ehrlich sagen. Muss ich noch ein bisschen damit üben. Aber wenn einer sagt, oh, das ist mir aber zu teuer, weil die ist wirklich... Kommt natürlich auf ein Motiv an, aber relativ teuer. Dann ist das auch gar kein Problem. Man kann natürlich auch so schöne große Servietten nehmen. Gibt es jetzt auch so viele schöne Motive. Zum Beispiel solche Mädchen. Die sind so süß. So diesen Nostalgie-Look haben sie sozusagen. Oder solche Servietten sind auch prima für solche große Schachteln. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Ihr könnt nehmen, was ihr wollt. Natürlich passen dann in der Farbe gestrichen. Aber ich möchte euch noch was sagen. Bevor ich dann immer solche Motive klebe oder Servietten oder wie auch immer, so zum Beispiel wie diese Strohseide hier, mache ich mir immer solche Kopien. Entweder, wenn die bunt sind, dann bunt und schwarz-weiß. Und danach nutze ich das immer als Hintergrund für andere Schachteln, zum Beispiel für Hochzeit oder Geburtstag, wenn ich die dekoriere.
dann nehme ich das immer als Hintergrund. Und man hat das dann auch alles immer zu Hause, muss man nicht auch tausendmal was Neues kaufen, was dann natürlich auch sehr teuer sein könnte. Muss man nicht haben. So, wenn das alles trocken ist, also die Farbe und wenn Motiv drauf ist, mache ich dann immer die Deckel. So, als allererstes klebe ich dann immer so eine Bordüre. Die kaufe ich dann auch immer bei Teddy, zum Beispiel so wie die hier, weil die sind da sehr günstig und auch viel Auswahl. So, entweder so komplett weiß oder ein bisschen so, wie sagt man das jetzt? Nicht dreckiges Weiß, sondern sowas wie beige oder so, gibt es da ja auch. Ja, und natürlich dann erstmal die Bordüre kleben, weil wenn das natürlich schon die Blumen alle drauf geklebt sind und dann die Bordüre zu kleben, ist ein bisschen, naja, nicht kompliziert, aber ein bisschen beschwerlich. Also deswegen klebe ich dann auch erstmal die Bordüre. So, wenn ich dann natürlich dann die Bordüre geklebt habe, mache ich dann einen Deckel. So wie man das hier sieht, ist das hier Stoff. Und ich klebe das nicht sofort so großes einfach flach oder so. Dafür, wo ist meine Beispielschachtel? So, hier. Zum Beispiel zeige ich hier an dieser Schachtel. Ich nehme dann ein Stück Stoff, zum Beispiel eine Gardine oder so, oder Tischläufer. Ich habe jetzt für diese Schachtel dann die genommen. Schneide dann immer in der Breite so. Erstmal gucke ich, ob das so auf die Schachtel passt. Ein bisschen, dass man ein bisschen nach außen guckt. Schneide ich dann ab, ein bisschen lang. Weil die ja so durchsichtig ist, habe ich ein bisschen lang geschnitten. Weiß ich nicht, einen Meter oder so, würde ich mal sagen. Und dann, die habe ich jetzt zusammengeklappt, und dann einfach hier in der Mitte zusammenraffen. So. Und der Trick ist, man muss nichts kleben, man muss nichts binden und gar nichts. Ich nehme einfach so diese Gummibänder, was man so zu Hause hat, und stülpe ich dann auch einfach drüber. Und so ist das schon fest. Und danach sieht das so aus. Aber nicht so schön, weil das noch nicht fertig ist. So, wenn wir das haben, machen wir das ein bisschen so auseinanderziehen. So, dass es ein bisschen so rundlich dann aussieht. Ein bisschen so zurechtzupfen, damit das in der Mitte sitzt. So. Und dann haben wir praktisch sowas wie eine Blume hier. Und die klebe ich dann einfach hier drauf. So, in der Mitte. Aber damit es ein bisschen fester sitzt, klebe ich dann auch ein bisschen so noch hier darunter, damit es dann nicht nur in der Mitte sitzt und dann kommt das alles hoch. Ist auch nicht so schön. Und so sieht das dann aus. So wie eine große Stoffblume praktisch. Das ist dann immer meine Basis für solche Schachteln. Wenn das hier drauf dann ist, muss man dann natürlich Blümchen auswählen. Die kaufe ich auch meistens bei Teddy, weil gibt es da so viel Auswahl für wenig Geld. Und ist es dann viel günstiger als zum Beispiel in einem Bastelladen oder in einem Blumengeschäft, weil da sind ja die Blumen richtig teuer. So, muss man dann natürlich Blümchen passend zur Schachtel dann auswählen, aber weiß geht eigentlich immer. Wie zum Beispiel so wie die hier. Einfach die Köpfe abmachen. Und auf die Schachtel erstmal alles trocken,
Also die klebe ich dann immer. Falls dann natürlich zu viel ist, schneide ich dann ab vom Stoff. Aber die Blumen zuerst, wenn ich dann gucke, wie das dann aussehen wird, klebe ich nicht, sondern ich lege die erstmal alle einfach so drauf. Weil manchmal ist das so, ich habe mir das im Kopf alles so schön vorgestellt. Und dann stellt sich heraus, oh weia, es sieht ja doch nicht so dolle aus. Aber es ist schon alles festgeklebt. Viel zu schade, zu viel Arbeit, wieder alles abmachen. Oder wenn das gar nicht mehr geht, dann wegschmeißen. Mag ich nicht. Deswegen erstmal alles so trocken drauf backen. So, erstmal große Blumen. Und dann brauchen wir noch entweder solche Blümchen, die so ein bisschen länger sind. Und dann noch solche Blätter von Blumen. Die sind ja auch immer am Stiel, also kann man dann auch wunderbar abmachen. Und so darunter packen. Und dann die hier, um zu sehen, ob das alles so schön passt. Kann man natürlich am Stiel ein bisschen kürzen. Ich mache das jetzt so nur zum Zeigen. Und dann brauchen wir dann natürlich noch solche Sachen, so kleine Blümchen. So kleine Blümchen. Damit wir dann die auch immer so die Lücken praktisch ausfüllen. Oder so ganz kleine Röschen für unsere Lücken. Am besten immer im Stehen kleben dann. Dann hat man bessere Übersicht. Und solche Plastikbeeren, die gibt es ja auch immer dann zu kaufen, so am Stiel sozusagen. Die passen dann auch wunderbar. So, für die Lücken füllen. Und so mache ich das. Oder zum Beispiel solche Äpfel. Geht alles. Und am liebsten nehme ich dann immer auch solche Perlen. Die gibt es dann immer so in einem Großpack zu kaufen, in einem Online-Shop kaufe ich die immer, weil es hier bei uns keine Bastel-Shops gibt. Und dann einfach schneide ich dann so viel ab, was ich brauche und packe ich dann auch immer, weil das macht dann auch viel aus. So. Alle Blümchen natürlich dann passend zur Farbe auswählen, was so auf die Schachtel dann ist, weil ich ja hier viel Grün und Blau habe, habe ich dann natürlich auch dann Blümchen auch in Blau und viel Grün da reingepackt und da drauf geklebt. Und hier habe ich dann auch so ein bisschen so, das sind sogar hier nicht Stoffblumen, sondern so von einem alten Strauß Papierblümchen sogar. Ja, ich sammle immer Blümchen. Kriege ich dann auch viel Geschenk, wenn man nicht mehr braucht. Ich brauche die immer, sozusagen. Ja, und dann immer gucken, damit das so zusammenpasst. Und solche Plastikblümchen, die eignen sich auch sehr gut, um Lücken zu füllen. Die sehen so natürlich aus, irgendwie. Oder zum Beispiel die hier, die sind auch prima. Einfach hier ein bisschen abschneiden, weil die sind auch weiß. Passt wunderbar dazu. So, und da ich natürlich nicht immer Glück habe, dass zum Beispiel so wie die hier, diese Schachtel ist schon so fertig, dass ich dann praktisch nur hier Deckel dekorieren muss ich natürlich so viele Sachen dann umgestalten. Und jetzt habe ich noch solche große Truhen entdeckt, die dann natürlich leider auch nicht weiß waren, sondern die waren so dunkelbraun und Motiv war sowas zum Reisen mit Schiffen und sowas alles. Also so braun waren die mit einem Muster, total schrecklich. Die habe ich dann auch in weiß gestrichen. Und habe ich dann auch mit Strohseide, was ich vorhin gezeigt habe,
beklebt. Geht ja wunderbar, weil man kann dann kleben und abschneiden und es wird nicht reißen oder Löcher machen oder sowas. Und als das trocken war, habe ich die hier am Rand ein bisschen geschwärzt. Und dafür nehme ich dann immer Stempelkissen, der schon nicht mehr zum Stempel gebrauchen ist, weil er schon so aufgebraucht ist. Aber ein bisschen Farbe ist doch noch da. Und dann tupfe ich das hier ein bisschen am Rand und dann sieht das ein bisschen so vintage aus, finde ich. Und dann habe ich die auch einfach mit Blumen hier beklebt. Auch mit Stoff, was ich schon gezeigt habe, dann immer so als Basis. Und dann einfach mit Blümchen und so hier ein bisschen Äpfel passen dazu. Alles draufgepackt, was ich da hatte sozusagen. Ist ein bisschen üppig geworden, aber naja, gefällt mir aber sehr gut. Das ist natürlich Geschmackssache. So, ich hoffe, die Idee hat euch gefallen. Ich hoffe, ich habe das gut erklärt. Falls irgendwelche Fragen noch gibt, könnt ihr in den Kommentaren schreiben. Die werde ich dann beantworten. Ich wünsche euch allen viel Spaß beim Basteln. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!